Nach 42 Jahren im Dienst und zuletzt 3 Jahren Corona-Zwangspause kann man schon mal morgens ein paar Startschwierigkeiten haben. So geht es auch Big Willy, dem Messekran. Gute 2 Wochen sind es noch bis zur diesjährigen Bootmesse in Düsseldorf und eigentlich müsste er heute Boote und Yachten aus dem Rhein heben. Aber sein Motor springt nicht an. Draußen auf dem Wasser wartet schon das heutige Schwergewicht, die Sunseeker 95. Gut, dass das Team rund um Big Willy eingespielt und erfahren ist. So kann der Motor doch noch flott gemacht werden und die Großjacht muss nicht länger warten. Ja, also wir fahren runter, die Böschung runter, die Stempel fahren aus, um uns im Niveau zu halten. Es geht ins Wasser. Wir legen vorne einen Ausleger um, lassen eine Boje über die Gurte drüber wegtreiben. Das Boot kommt angefahren, pickt diese Boje auf und dann ziehen wir über eine Seiltrommel das Boot in richtige Position und dann werden die vorderen und hinteren Gurte platziert. Die Sunseeker wiegt mit 85 Tonnen mehr als der rüstige Messekran. Das bringt Material und Mensch an ihre Grenzen und erfordert größte Konzentration von allen Beteiligten. Jetzt kann die wertvolle Fracht sicher hochgehoben und über die Rampe zum Tieflader gebracht werden. Von da aus geht es dann weiter bis in die Messehalle 6, wo die Großjacht und ihre luxuriöse Ausstattung ab dem 21. Januar bestaunt werden kann. Sie ist ein wunderschönes Schiff mit 5 Kabinen und kann insgesamt 12 Gäste aufnehmen. Somit ist sie ein großartiges Boot, um gemeinsam mit Familie und Freunden auf Reisen zu gehen. Bis zum 29. Januar können Besucher auf der Boot Düsseldorf endlich wieder Innovationen und Trends aus allen Bereichen des Wassersports entdecken und zahlreiche Live-Acts erleben. Oh, es gibt wie jedes Jahr viele Highlights. Was ich jetzt beobachte, ist das Becken in der Beachworld in Halle 17. Das wird sicher faszinierend, Wingfallen und Wingsurfen dort zu erleben. Der neue Tauchturm ist in diesem Jahr im Einsatz. Und natürlich die vielen Neuheiten, die es auf der Boot nach 2 Jahren Abstinenz geben wird. Und unsere Segelboote und unsere Motorboote und Yachten sind natürlich wie immer der Anziehungspunkt für alle, die Wassersport lieben. Bis es aber soweit ist, hat Big Willy noch jede Menge Arbeit vor sich. Schließlich müssen bis zum Messestart noch knapp 30 Boote von ihm aus dem Wasser gehievt werden.